Lektion 109. Ich ruhe in Gott. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und ich ruhe in Gott. Und oh, was für eine Freude ist das. Und was für eine Freude ist es, nicht geschubst und gezogen zu werden von den winzig kleinen Dingen, von dem ständigen Nörgeln und den Ängsten und den Urteilen der Welt. Nimm dir etwas Zeit. Nehmt euch heute etwas Zeit, ihr Geliebten, um einfach zu stoppen und still zu sein mit euch selbst. Und ruht in Gott und in dem Wissen, dass alles in Ordnung ist in der Welt. Der Ego-Geist wird argumentieren und wird sagen, das kann ich nicht tun, ich habe so viel zu tun. Ich kann keine Pause machen. Ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe Hypotheken, ich habe Rechnungen und ich brauche was zu essen. Ich habe so viel zu tun. Aber selbst in diesem Leben mit so vielen Verantwortlichkeiten kannst du in deinem Auto sitzen auf dem Parkplatz für 5 Minuten und in Gott ruhen. Und hör auf zu denken, hör auf zu urteilen, hör auf dich zu fürchten und hör auf dir Gedanken zu machen. Und sei einfach und du wirst einen Unterschied in deiner Welt sehen, wenn du das für 5 Minuten jede Stunde machst. Du wirst es am Ende deines Tages sehen, dass du dich selbst transformiert hast. In jeder Stunde, in der du dir die 5 Minuten nimmst, wirst du merken, dass du weniger ängstlich bist, dass du dir weniger Sorgen machst und dass du weniger kontrollierend bist. Und dass du dir weniger Sorgen machst und dass du weniger Angst hast und dass du dich weniger schikaniert fühlst. Denn du bestärkst die Wahrheit und die ist, dass du in Gott ruhst. Die Geschichten des Egos überzeugen dich, dass du keine Zeit für Ruhe hast oder keinen Ort. Und es gibt ein Sprichwort in eurer Gesellschaft, der Teufel liebt faule Hände. Oder unnütze Hände. Und das gibt es, weil diese Aussage, der Teufel liebt faule Hände, hält dich davon ab, zu stoppen und anzuhalten. Und du könntest dann bemerken, dass du in Gott ruhen kannst. Die Reflexion, die Idee des Sabbats ist eine mehr positive Reflexion davon. Die Idee, dass du einen Tag ruhen kannst und die Welt wird weitergehen. Und das ist die Wahrheit. Wenn du 5 Minuten nimmst, jede Stunde, dann wirst du sehen, dass alles weitergeht. Du bist nicht so wichtig. Du bist nicht das Ding, das die Welt am Laufen hält. Da ist eine Energie, die sich selbst ausübt. Die kollektiven Manifestationen mit den Gedanken und Glauben und Ideen von jedem werden weiterhin die Dinge auf den Weg bringen. Aber wenn du dich entscheidest, dich einzutunen, dich auszurichten und einzutreten in die Energie der Quelle, denn das ist es, wo du herkommst, dann wirst du in einer anderen Art und Weise energetisiert. Du wirst deine Energie dann nicht aus der horizontalen Ebene bekommen, der Ego-Welt, dort, wo du die materiellen Besitztümer und das Prestige bekommst. Du wirst deine Macht dort nicht herbekommen. Du wirst deine Macht von dort bekommen, wo wirkliche Macht herkommt. Und das ist deine Verbindung zum Göttlichen. Und du wirst sehen, das wirkt sich aus in einem anderen Tag. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich ruhe in Gott. Und das empfehle ich euch auch zu tun. Wir sehen uns morgen wieder.